Willkommen zurück zu Fölöd. Wir haben diesen Ultra-Fight gemacht. Das geht aber nicht, wie du läufst, Kate. Guck mal, ich laufe da auch nicht. Oder Kate, warte mal, laufe ich auch da durch? Kate, what the fuck? Was hast du da gefunden? Zauberstein. Naja, wir haben neulich ja die Dinge erledigt, hier diese Viecher. Und jetzt machen wir Ultra, die Hardcore-Aufnahme-Session. Also ich. Denn bei uns gibt es gerade Internetumstellungen. Also es ist wohl bald Glasfaser am Start. Und jetzt arbeiten die halt Wartungsarbeiten. Und ich habe nur die normale Hans-Wurst-Leitung ohne diesen LTE-Boost. Ich kann es jetzt komplett vergessen, da irgendwas zu machen. Und deswegen, also es ist ein bisschen kacke, weil später auch der Stream ist. Ich hoffe, das ist bis später wieder gescheit. Aber ja, jetzt arbeite ich einfach ultramäßig hardcore-wurstig vor. Ich habe zwar schon, also heute ist der 15.02., ich habe zwar schon bis zum 18. vorgearbeitet oder bis zum 19. Aber jetzt nehme ich einfach nochmal 30 Milliarden Folgen auf. Und dann haben wir einfach den riesigen Fallout-Boost. Dann kann erstmal kein Tag mehr kommen, bei dem eben kein Fallout online geht. Das hatten wir jetzt ja doch auch die letzten paar Male oder letzten paar Wochen gab es das, dass es ab und an ausgefallen ist, weil ich einfach dann doch keine Zeit gefunden hatte aufzunehmen. Oder ich dachte, ich habe ja noch eine Folge, die schon online ist und dann war doch keine da. Okay. Das haben wir alles schon gefistet, genau. Ich wollte jetzt, oh Gott, oh, das sind wirklich die Pflanzen. Ich wollte jetzt da runtergehen und zu dieser Familie noch gehen, die den Mann von der... Ach du Scheiße, eine Todeskralle läuft hier rum! Warum gibt's denn hier Todeskrallen? Ja, holy fucking cow. Ich umgehe die einfach über rechts. Oder ich gehe ins Haus und zerfiste sie. Ich glaube, ins Haus kann sie nicht rein, weil sie so groß ist. Wo sind die? Die ist fast down, habt ihr das gesehen? Ah ne, der Angler ist. Die sind beide fast down. Ja, dann gönn ich mir mal den Rest. Ja, komm. Komm, gib mir noch einen Kill. Achtung, Kate, Vorsicht. Na, Kate, was kommt davon? Wenn du fickst mit dem Klamautermann, ich hänge mit der Gang, aber du hängst mit Zauberern. Der andere ist weg, ne, den habe ich nicht gekriegt. Schade. Oh, die Wurm ist ja fast leer. Oh, shizzle my whistle, p-dizzle. Ultra, ultra nice. Harpunenkanone. Nein, da haben wir nur zwei. Unsere Spitfire, damit laufen wir, glaube ich, ziemlich langsam. Weißt du, ich nehme die Spitfire mal, ich reverse sie aus, aber leg sie weg. So. Also selbst mit der Plasma ging es eben ganz gut, oder? Diese letzten... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also sieht er uns schon? Okay, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Das ist jetzt einfach zu krass. Wir haben mittlerweile auch echt wenig Munition, ne? Noch ein Angler, ich breche im Dreieck. Sehr gut, abgehängt. Puh, speichern. Ich mach der Todeskarte noch nicht mehr abgespeichert. Wir gehen erstmal da drüben zu dieser, obwohl. Vorsicht schon wieder, was ist hier los? Leuchtende Angler, gut, diese, obwohl, ne, die sind auch ultra krass. Vielleicht kann ich in das Haus gehen da. Gut, da ist nichts. Ich versuche mich ins Haus zu schleichen. Haben wir noch irgendwie ein... Ah, wir können sogar zwei Level-Ups. Wir haben zwei Dinger. Vielleicht könnten wir Sneak ein bisschen hoch machen. Nee, ne, wir wollten eigentlich, ich glaube, Beweglichkeit hochschalten. Oder was war der Plan? Ninja, aus... Genau, das wollten wir machen. Und dieses Longarm ist es... die Nahkampfreichweite, genau, das hier wollten wir machen. Also ich nehme auf jeden Fall noch einen Punkt hier in Beweglichkeit rein. Ja. Ja, und dann sind es halt nochmal die Sachen, die wir hier aufrüsten wollten, wie Rüstungsmeister und Waffenfreak, Schmied. Wirf die Schmiede an und erhalte Zugang zu Standard- und Rang 1 Mods für Nahkampfwaffen. Nö. Ich glaube, da haben wir auch nichts, was wir angepeilt haben. Waffenfreak, könnten wir auf Stufe 3 gehen. Ach, wisst ihr, dass wir es einfach haben, mache ich es jetzt auf Stufe 3 und fertig ist der Lack. So, Speis. Ah, es ist von alleine gespeichert, gut. Wenn ich ins Haus komme, ich hab dann können wir die ganze Show hier überleben. Ach, weg mit der blöden Dingwaffe, Mann. Ich verbrauch doch hier ist nicht die ganze Munition davon. Oh Gott, wir haben so wenig Geld. Wir haben so wenig Munition. Die Schrot hat die meiste Munition. Mit 170. Ach, du Kacke. Er läuft direkt hier rum. Wir umlaufen die jetzt einfach ganz gelassen. Weil ich glaube, die Angler sind doch ziemlich hart. Vor allem halt diese legendären und leuchtenden und... So, weiter. So, was haben wir hier? Hier ist niemand, gell? Sehr gut. Dann lieber Fallensteller wie diese ekligen Angler.
Die Atmosphäre ist schon ziemlich krass hier, ne? Bei Fahaba. Immer so vernebelt und eklig. Die Musik. Das sind Docks, alles klar. Wir gehen noch kurz zu der Church da. Speichern. Weiterrennen. Was ist da vorne? Ah, das ist diese. Ne, Würze wollte ich schon sagen. Dieses Schimmelchen. Schimmelzeug. Ah, hier ist wieder so viel Wasser. Da könnte natürlich wieder was auf uns lauern. Vor allem da vorne. Aber es sieht gut aus. Keiner da. Manchmal hocken die auch in den Bäumen drin. Oh, was für eine riesige Church. Zerstörte Kirche. Ist da vielleicht jemand drin in der Kirche? Hulu. Da ist niemand. Sehr gut. Kate, wärm dich kurz auf. Gönn dir mal eine Aufwärmung. Kate. Wie ekelig. Komm, wir gehen noch kurz hoch. Wenn hier eh nichts ist, oder? Läuft die da unten rum oder schießt da irgendwas in weiter Ferne? Die Kate hat so laute Schuhe an. Also, komm. Ah. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich mit dem Internet. Ich hoffe einfach, dass es bis zum Livestream wieder da ist, weil sonst kann ich heute nicht streamen. Dass solche Sachen einfach. Also, Schön. ihr wisst ja, ich bin einer der wenigen sehr zufriedenen Kunden mit der Telekom, ne? Das ist einfach edel. Verstehe ich nicht. Das Verste ist doch schon kann ich nicht lesen. Aber es stört mich manchmal etwas, dass sie diverse. Also, oftmals bekommt man da doch irgendwie eine Nachricht, ja, von dann bis dann, oder wir haben dies und das vor und pipapo, aber manchmal eben nicht. Dann hockst du da wie so eine Kartoffel und dann geht Cool. irgendwas nicht. Und man denkt sich erst, ist das jetzt meine Schuld oder was ist los? Habe ich. Keine Ahnung, hätte ich doch nicht auf den Router kacken sollen oder so. Und dann ist natürlich. Kate? Kate, hast du eben in den Spiegel. Ja, da hätte ich gern ein bisschen mehr Informationen. Aber sonst echt geiler Laden oder der Telekom, aller geiler. Wow! Okay, da hinten ist dann wieder so eine Ausgrabungsstätte. Dass die das hier auch haben da in dem. Au! Okay, wartet. Das ist ja eh so ungefähr der Weg, wohin wir müssen. Das heißt, ich gehe noch kurz da hinten hin, zu diesem Ding. Höhlenwassergebiet. So nenne ich es jetzt einfach mal. Das sogenannte gute alte Höhlenwassergebiet. Ich will doch eigentlich auf eurer Seite. Hört auf. Da vorne ist sogar so ein Funkturm, aber den habe ich schon entdeckt. Was? Das geht doch nicht. Ja. Nimm mal wieder den Finger aus dem Arsch und mach irgendwas anderes. Aber lass mich in Ruhe. Speichern, aber schnackig. Das ist echt krass. Diese Umgebung ist so eklig und unwirklich und stark und krass, dass man. Das ist, glaube ich, das erste Mal in dieser Serie, in dieser Fallout-Serie, dass wir wirklich hier rumsneaken und uns und Angst davor haben, entdeckt zu werden. Er hockt mit einem Gartenzwerg da drin. Gott, oh Gott. Oh Gott, legendärer Verstrahlter. Yo-Yo Kwai, fuck. Jetzt muss ich hier. Oh nein. Ich glaube, da komme ich nicht lang. Doch, da komme ich hoch. Ha! Oben. Ja, Kate, lass dich halt mal nicht überzwicken von den Viechern. Das ist krass, richtig crikey. Das finde ich auch cool. Wir hatten uns die ganze Zeit nicht und jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Sneaky-Bicky-Action. Was ist denn jetzt da vorne? Was ist denn das jetzt? Wie darf ich denn das jetzt ver. Oh! Das ist doch so eine Atomgeschichte hier, oder? Sehe ich doch von hier. Radiant Crest. Schreien. Leute, das ist echt eklig. Must wake from slumber. Believe in nothing, no elements nor ions. Eigentlich schon gerade mal was. Da vorne, das haben wir schon, aber diesen Baum haben wir da nicht entdeckt. Da rennen wir auch noch ganz schnell hin und dann porte ich mich einfach. Ich renne jetzt einfach. Komm. Mehr, mehr, mehr. Uah! Was war das für ein ekliges Geräusch? Wir wurden aber doch gar nicht entdeckt. Haha. Warum ist hier denn eine Quest?
Eine Questmarke. Ah, das ist Trink von der Quelle. Das ist die Atomquest, die wir da noch machen müssen. Oh Gott, das ist doch auch schon wieder irgend so ein Atomding. Leute, leuchtender Hain. Ich krieg sowas von den Hoden verstrahlt. Oh, okay, ich sag was mal so. Das ist ein bisschen ungeschickt von dir, oder? Krass, wie weit wir hier rennen. Wir gehen zur Church und danach zu dieser Ausgrabungsstätte und dann aber direkt zu den Pisspantoffeln, zu den, die unten in dem Leuchtturm wohnen und den Mann von der Mrs. Thornton getötet haben. Das merke ich gerade, ich habe mein Getränk nicht hier stehen. Aber dafür habe ich Solist, jetzt ist es gerade dunkel geworden, Waffelröllchen mit Vanillecreme. Füllung. Lecker, richtig lecker. Also wie versprochen, noch kurz zu der Ding und dann zu der Fabrik, aber dann direkt zum Leuchtturm. Oh, schau. Oh, schau. Ich denke, man merkt auf jeden Fall, dass es Sinn macht, hier die Wegpunkte alle freizuschalten, dass wir uns ein bisschen teleportieren können. Sonst schaltet jede Bewegung und Begegnung total krass. Warte mal, das ist doch bestimmt hier, ist doch bestimmt ein Secret. Ah, jo, das ist ein Secret da drin. Splittergranaten, ich glaube, die gibt's gar nicht im Spiel. Yes. Komm, ist hier irgendwas? Ist das hier Eis oder was? Oder soll das nass aussehen? Soll das nass sein? Was hat denn da hingeeist? Wer ist da vorne? Fallensteller, gut, die würde ich gerne fisten, das macht mir nichts aus. Aber ich will jetzt die Atomkinder nicht irgendwie zerstören. Sonst komme ich zurück in die Nukleus und alle rasten aus. Wir haben schon Atomleute gekillt. Fällt mir gerade ein. Danger, Cliff. Oh. Seid ihr euch da auch ganz sicher? Oh shit, oh shit, oh shit. War ziemlich darm. Das war ziemlich darm. Igitt! Warum Leute, warum haltet ihr euch diese Kacknasen im Wasser? Die darf man gar nicht behalten. Darf er das? Dürft ihr das? Hopp, hoch! Ha! Alles klar, ich merke gerade, das war ganz leicht blöd, da einfach reinzurennen. Ich dachte eigentlich, es geht tief runter und ich sterbe. Das war eigentlich, sollte das... Ja, das war der Gedanke dahinter, nicht wahr? Haben wir es jetzt schon entdeckt vom Schild aus? Ja, ne? Da können wir nämlich einfach nach links abdrehen. Ja, haben wir. Und geschwind zu der Fabrik gehen dahin. Zu der Chebreeze. Da sind halt noch welche, ne? Da vorne. Ja gut, die fressen jetzt, ist klar. Kommt der jetzt zu mir oder was? Ah, oh, das hätte kein Molly sein sollen. Wow! Was ein Easy Kabazy! Haha, du Kup. Oh shit, seht ihr, wie wir alle direkt angelockt haben? So, ich wollte eigentlich die hier, obwohl wir auf der 8 echt viele von den Mollys haben. Baba. Wir sind der Waldschrat. Wir zerfisten alles und jeden. Ach, Kate, ich hänge hier, warte. Und was liegt da an Kate? Das ist ja schrecklich, man sieht da nichts. Kate, nicht mein Zeug klauen. Das ist mein Loot, du Bitch. Ayo! Oh fuck. Der drückt mir gerade voll. Ich drück ihm gar nicht. Sehr schön, sehr schön. Oh, das ist direkt ein Legendärer. Der hat irgendeine krasse Wumme am Start. Ich gebe ihm einfach mal ein... Oh, nee, nicht jetzt. Warte. Jetzt hat er sich verwandelt. Kate, hau weiter drauf. Ja. Sehr gut, Kate, sehr gut. Endlich hilft sie mal so, wie sie soll. Den legen wir einfach... Kate, Vorsicht. Oh. Ich habe Kate beide Male angeschossen. Gib ihm doch jetzt endlich mal. Mach ihn doch. Ich dachte eben schon, er wäre down. Boom! Langsam werde ich saftig!
Kate, wirst langsam juicy. Juicy Fruit! Oh. Oh, Granate, Granate. Okay. Und Kate ist hingefallen. Speichern. Ich bin... Was ist los? Warum? Hä? Warum sind wir jetzt überladen? What is happening? Ich habe einen Harnisch mitgenommen. What the f... Wow, der ist aber krass. Plus 27 bis 31. Der ist echt besser als unsere Panzerung. Wahrscheinlich die Regeneration einer Aktionspunkte. Lächerlich! Wer braucht es schon? Okay, aufbereitet ja das Wasser. Dann brauchen wir Barfoot. Barfoot. So heißt es übrigens. Barfoot. Merkt euch das. Schlägt dein Herz, Fremdling? Wie viel hält das aus? Ja, schlägt, Pisser! Eins. Und zwei. Drei. Halt, stopp! Du hast Gesicht! Du räudiger Bock! Einer verschissenen Snitch. Du Bock einer Snitch. Habe ich den Bär mit schon genommen? Ja. Ich meine dein Ding. Ja, Redaway wäre eine angenehme Sache. Der Nebel holt sich jeden. Dann benötigen wir. Also das habe ich jetzt weggesoffen, das Wasser, ne? Habe ich noch irgendwas, was wir essen können? Das ist reiner Pflanzensaft. Bringt ja irgendwie fast gar nichts, ne? Dann nehmen wir noch ein Stinkpack. So, jetzt speichern wir. Jetzt bist du gebumst. Was schießt du mich an von wo? Oh Gott, er schmeißt jetzt zwei Granaten hin. Ist ja dumm. Naturellement, er maigt. So, du Dreckarsch. Lass die Waffe fallen! Okay. Wir haben ein Brett vom Kopf. Da oben ist wahrscheinlich auch nichts mehr. Ist hier noch irgendwas? So, wir können kurz pennen. Kate, kommst du ran, bitte? Raus aus deinen Federn, Liebling. Kate, bye-bye, Kate. Und jetzt porten wir uns einfach ganz schnell nach... Ah, wisst ihr was? Das können wir auch gleich noch machen. Wir können uns ja jederzeit porten, zum Glück. Ich gehe noch kurz zu der Fabric. Und dann teleportieren wir uns einfach zu... Nicht zu Longfellows Hütte, denn... Da haben wir nicht alle Sachen. Wahrscheinlich. Um Wim Pop Fabrik. Voilà. Gut, hier ist kein Feind. Sondern wir gehen... Ah, das ist eine weitere, weiteres Häuslein. Das ist hier. Spüre Schiffsbrecher auf. Oh, Schissel. Wir gehen zum Haus der Daltons. Da haben wir schon einen, der, ihr wisst schon, Zeug ranbringt, der die Außenposten verbindet. Das heißt, hier ist höchstwahrscheinlich genug Schrott, um so eine Energiestrahl zu bauen, dass noch mehr Leute kommen. Dann schicken wir wiederum jemanden zu Longfellows. Und dann ist alles cool. So, wo ist denn dieses Kackbauding eigentlich? Ich will ja nämlich mein Zeug reinlegen. Ist das, da ist es direkt am Anfang. Ah, zack. Und aber Strömel wieder. Oh, zack. Und so, und, hoppala. So, und so. Okay. Wo ist denn hier, das habe ich gebaut, mit dem süßen Treppchen hier, genau. Wo genau befindet sich hier denn jetzt diese rote Bank? Wir nehmen noch einmal Buffer, dass wir besser rennen können. Bivit? Bivit? So, jetzt sind wir gebufft. Ah, da ist er ja schon. Das hätten wir auch ohne Buffer hinbekommen. Wir sind auch süchtig. Schissel. Kannst du schon? Bist du schon irgendwas? Machst du irgendwas? Nein, machst du nicht. Sehr gut. Versorgungsroute. Und zwar gehst du zu, wie heißt denn das jetzt? Longfellows Hütte. Ja. Oder wartet kurz. Ja doch, geh hin, dass da was ist, aber an sich kann ich auch einfach hier alles bauen, was ich brauche, oder? Obwohl Longfellows Hütte echt cool ist. Die hätte... Ach komm, wir gehen zu Longfellows Hütte, die ist irgendwie lässig. Hier soll unser Stützpunkt sein, wenn wir in dem Kaffee sind. Ich esse gerade mal so Roll, gell? So leckere Vanilleroll. Oh. Oh, das ist lecker. Oh Gott. Die sind echt deliziös.
Habe ich früher gern gegessen als Kind, aber da hießen die irgendwie anders. Beziehungsweise war halt einfach eine andere Marke und zwar. Nicht Amicelli, ne? Amicelli ist was anderes. Sind, glaube ich, auch so Schokoladenrollen, aber. Nicht das, was ich meine. Longfellow, hallo. Hör mal zu, folgendes. Ich baue hier gerade mal ein bisschen Kacke hin. Hier sollen sich natürlich, ist klar, auch Leute ansammeln. Aber da stelle ich, keine Sorge, weit weg. Ich mag das auch nicht, wenn irgendwas so laut rumbimmelt. Wir stellen es hier unten ans Wasser. Ich denke, da ist es am besten, so ein Stück Elektronik hinzustellen. Ja. Das Meer ist eh so laut. Wir können praktisch gar nichts hören hier. Wir haben kein Wasser. Das ändern wir. Aber geschwind. Und zwar machen wir hier Wässerschee. Ich mach direkt zwei hin. Hast du Essen hier? Wo hast du hier Essen stehen? Ich pflanze hier noch was an. Zwei Karotte. Oh yeah. Oh yeah. Ah, es ist eh noch keiner da, der das bewirtschaften kann. Egal. Und jetzt kommt der Clou. Raider. Okay. Jetzt kommt der Clou. Und zwar, was habe ich halt im Kopf? Hier. Läden. Nee. Ratanzen. Nee. Wo? Herstellung. Herstellung. Wir brauchen so eine Rüstungsbank. Dass wir hier auch alles haben, nicht jedes Mal zurück ins Commonwealth müssen. Wir machen hier die Rüstungsbank hin. So. Und die Waffenwerkbank machen wir hier hin. Das ist direkt beides nebeneinander. Und wir können hier hart. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, ich weiß, habe ich auch gemacht. Bitch. Das ist der Haar. Verstehen wir uns da gerade falsch? Wartet mal kurz. Das ist schon das Ding, was hier anliegt, ne? Vorne, dass es vorne drauf gespannt wird. Das sah aus wie so ein Ding für die Arme. Also, sieht so winzig aus. Guck mal, so ein Armding irgendwie so und das hier halt so. Naja, gut. Also, wir können da, oh, wir können das ultra bedazzeln. Und dann noch Hardcore-Taschen. Und wir benennen es direkt, ne, wir benennen es noch nicht um. Ich ziehe es jetzt erstmal an. So. Ist angezogen. Blub. Und dann machen wir den Brustpanzer an. Den können wir noch nicht mehr verwerten, weil da. Dann lege ich ihn ab. Ich lege ihn hier hinten rein. Oh, hab wieder den verdammten Nebel in der Lunge. Ja, muss halt aufpassen, nicht so viel atmen. Du Batz. Ajo, verarsch mich jetzt gerade mal nicht. Hallo? Jedes Mal in der Aufnahme verkackte Kacke nochmal. So. Gesamten Schrott abgelegt habe ich. Ich lege noch dieses Teil halt ab, den Brustpanzer da. Und nenne unser anderes Ding direkt noch um in Brustpanzer, dass wir das da schneller finden. So, erstellen. Zack. Brustpanzer. Geht's los? Nein. Du Kopf meines Bockes. Ich kann doch jetzt nicht. Ist das schon angezogen? Ah ja, schon angezogen. Gut. Und wie gut. Und jetzt haben wir ja noch Waffenflick Stufe 3. Das heißt, wir können aus unserem Jagdboy einen 80-Millionenfachen Jagdboy machen. Oh, Leute, guck mal hier. Gut, wir haben zwar 308er, 708, das ist natürlich sehr nice. Aber wir haben auch 50er und zwar 401 und damit könnten wir 73 Schaden machen, nochmal 10 mehr. Das mache ich jetzt einfach mal, wir können uns ja wieder zurückarbeiten. 38er, wow. Ja. So. Ich glaube, das lasse ich hier alles so, wie es ist. Die Pistole. Oh, da können wir auf 82 gehen, oh mein Gott. Wohlgemerkt bei gleicher Munitions 8. 8. Sick. Richtig sick. Und der ist ja. Okay, jetzt rastet schon total aus, ne? So, wartet mal. Handy auf lautlos stellen. Eine Sekunde. Tut mir leid. So. Ja, geil. 44er. Das ist echt enorm. Schwerer Lauf. Den Kram lasse ich alles dran. Plasmakeule. Die kann natürlich auch. Was? Da brauchen wir Wissenschaft. Da brauchen wir Wissenschaft. Beziehungsweise. Brauchen wir dafür Wissenschaft? Ja, ne? Hoppala. Hallo.
Wissenschaftler Rang 4. Der Schniedel. Oh Gott, jetzt wird jetzt noch härter. Ne, willst du nicht. Wir sind schon auf der höchsten Stufe. Wir bekommen hier nochmal etwas höhere Feuerrate, aber dafür verlieren wir 10. Und die Feuerrate ist von dem Ding ja eh schon so hoch, dass ich muss zwar tappen, aber die ist so hoch, dass ich über die Gegner drüber hinweg schieße, wenn ich nicht aufpasse. Also von daher war es das. Wir haben ja einen gehärteten Verschluss und können hier sogar auf 51 hochgehen mit einem mächtigen Verschluss. Das machen wir natürlich. Der Hyperbeast wird noch übler. Spitfire, was geben wir der? Einen dreifachen Lauf kann ich noch nicht. Da freuen wir Waffenfreak 4, aber es bringt auch nur einen Rang mehr. Es sinkt sogar die Feuerrate enorm ab. Es senkt die Feuerrate enorm ab. Dann haben wir hier die Pump noch, die wir noch verbessern können. 86. Wir sind schon auf 86, ne? 100! Leute. Tsching, tsching, Motherfucker. Hey, blibling, blibling, jetzt machen wir mal die Ton. Das wird so richtig krass. So. Oh, können wir die auch noch verbessern. Die macht, also das macht nichts mehr, ne? Ich meine, was verbrauchen wir dann? Das ist ja dann immer noch. Wechselt den Munitionstyp auf eine gezackte Harpune. Wechselt den Munitionstyp, sodass ein Schrotflintenschuss mit der Harpune mit abgegeben wird. Ich weiß nicht, das bringt halt nur Reichweite, sonst nichts, scheinbar. Ah doch, warte mal. Die Blutung verursacht. Die Reichweite sinkt dadurch etwas. Aber dafür bluten die Leute. Aber wisst ihr was? Das machen wir noch ran. Das machen wir ran. Atoms Willen. Stecherabzug, Leute. Stecherisch. 54. Wir können... Ja, das war's. Da geht eh nicht mehr. Also wenn wir jetzt nur auf Schaden gehen... Dann haben wir noch unsere Gamma-Kanone. Da geht zu 100% noch etwas. Aber da brauchen wir Wissenschaft Rang 4. Tiefe Schüssel. Guckt euch das an. 161 Damage. Oh. Man kann, glaube ich, noch hier vorne mit den Mündungsbremsen was machen. Ja. Da können wir noch normalen Schaden hinzufügen. Hier mit dem Trägersignalantennen-Gedöns. Aufsatz. Da kommt nochmal 46 Energieschaden dazu. Ah, ich glaube, das wäre bei der Plasma auch gegangen. Plasmakeule. Und zwar bei dem hier. Ja. Wir sind gerade auf. Was sind wir denn gerade? Hier, 57. Und es gibt noch diesen hier. 62. Den können wir auch noch drauf machen. Ich glaube, die anderen haben das nicht. Obwohl. Doch, wisst ihr was? Ich glaube, Atomswille hat das auch. Glaube ich. Standardlauf. Ah, ne. Das macht nichts. Das macht nur die Reichweite extremer. Beim Damage ändert das gar nichts. Okay. Warum haben wir so einen Gehstock noch dabei? Den können wir auch weglegen. Zahnstocher, da konnten wir, glaube ich, schon die ganze Zeit nichts verändern, genau. Weil die Opferklinge eh schon dran ist. Der Gehstock, was könnte man da dran machen mit Stacheln? Echt fieses Ding. Und unser... Ah, wartet mal. Aber wir haben noch ein Scharfschützengewehr dabei. Kein Wunder, dass wir so wenig sehen. So wenig tragen können. Das legen wir dann weg. Die beiden Sachen lege ich noch weg. So. Donai. Und Waffen. Einmal das hier und einmal das hier. So, alles ist weg. Wir haben unseren Jagdboy dabei, falls wir rumschießen wollen. Das Ding ist ultra stark, das passt. 302. Und sonst haben wir nichts mehr, ne? Doch, wir haben noch Nuka-Cola. Und noch eine Teerbeere haben wir. Ich weiß nicht, ob dieser Saft, was der uns bringt, was wir damit machen können. Ich lege ihn jetzt mal weg. Obwohl, falls wir ihn für irgendeine Mission brauchen. Wobei, dann wäre er nicht weglegbar, soweit ich weiß. Jetzt führe ich ihn halt mal mit. Dann Jumble. Ist ja nicht noch irgendwo... Da, Blutblatt. Ne, Blutpaket. Aber kann man auch weglegen. Ich gehe mal kurz so durch. Ich habe da noch andere Pflanzen gepflückt. Die haben zwar eigentlich so gut wie kein Gewicht, aber trotzdem... Ne, habe ich nicht. Okay. Okay, gut. Wo waren wir jetzt? Gewichtstechnisch gestanden. Jawohl, 299. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich sage mir immer wieder, dass ich mich mal zur Ruhe setzen sollte. Den Absprung habe ich wohl verpasst. Mensch, hey, das ist echt schlimm mit dir. Longfellow, kannst du uns eigentlich helfen? Also kommt der da mit? Ja, der kommt mit, ne, wenn ich ihn jetzt anlabere. Also hier unten wäre der Schweinebrecher. Hier oben, meine ich. Den könnten wir uns natürlich mal... Den könnten wir versuchen zu fisten. Jetzt, wo wir die anderen dicken Viecher schon gekillt haben, wenn wir da so einen großen Gegner haben. Ich denke, das könnte gehen. Und dann machen wir halt danach das da unten. Die Folge ist jetzt auch eh vorbei. Also ich porte mich da schon mal hin.
Und dann machen wir in der nächsten Folge das fette Schweinebär-Mann-Viech da, komm. Was soll's, Leute, da. Dann werde ich gleich mal gucken, was da los ist. Was da von mir gewollt wird. Im Handy, und dann nehme ich direkt die nächste Folge auf. Ich krieg gerade eine Nachricht von Snapchat, dass dieser eine Snap, den ich gemacht habe, irgendwie 65 Aufrufe. Was habe ich da gemacht? Achso. Das Ding, dieses Valentinstag, wo ich rumgespackt habe. Nice, 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 Leute. Oh, der Sprecher hat sich bewegt. Der Sprecher hat sich bewegt. Hä? Scheiße, ich hätte hinlaufen sollen. Wo ist denn jetzt hin? Alles klar, wir müssen vielleicht doch den Longfellow mitnehmen. Ah, fuck, Leute, okay, erlaubt, gell? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.